Mache ich auch keine lange Einführung. Der Arne Schubert wird jetzt berichten über hybride mobile App-Entwicklung mit Angular.js. Ja, genau. Erstmal vielen Dank, dass ich hier vortragen darf. Und was für ein Glück, dass es dann doch mit der Technik noch geklappt hat. Ich war gerade etwas aufgeregt, dass das nicht mehr klappt, aber okay. Also, wie der Titel verrät, es geht um mobiles Webmapping in Apps mit Jager. Also das ist das Framework, was ich entwickelt hatte, um eine Brücke zwischen Leaflet und Angular herzustellen. Ich will mal kurz erklären, wie ich durch den Vortrag durchgehe. Ich werde erstmal kurz über das Projekt berichten, wie es dazu gekommen ist, welche Motivationen, Ansätze und Technologien ich verwendet habe. Da es hier sehr viel um das Two-Way-Data-Binding von Angular geht, wollte ich das mal kurz erklären. Ich weiß nicht, ob vielleicht schon irgendjemand da ein paar Erfahrungen hat, aber ich erkläre es mal ganz kurz, was Two-Way-Data-Binding ist, zeige dann Jager, das Framework im Einsatz, dann auch mal anhand von Mobile Maps, eine Entwicklung der Wear Group, für die ich arbeite, und gibt dann noch einen kurzen Ausblick oder eine Roadmap, wie es mit dem Projekt in Zukunft weitergehen soll. So, kurz über mich. Ich bin Arne Schubert, Webentwickler, mag vor allen Dingen gerne moderne Webentwicklung und habe eine Vorliebe für Geografie, auch wenn ich das nicht studiert habe, aber so kam es dann quasi dazu. Ja, die Wear Group, für die ich arbeite, die machen halt eben auch hauptsächlich Webmapping-Anwendungen. Bekannt sind da vor allen Dingen die Produkte Mapbender und Metador, die auch, glaube ich, in den Vorträgen relativ gut vertreten hier auch waren. Und eben jetzt auch seit neuem das Mobile Maps, was eben auf Basis von Jager entwickelt worden ist. So, aber jetzt erstmal weiter zum Punkt über Jager. Wir hatten verschiedene Motivationen quasi, warum wir dieses Framework machen wollten. Als erstes wollten wir eine mobile App schaffen, die möglichst, also auf jeden Fall mit Kartendarstellung, das war noch ein weiterer Punkt, das Ganze Cross-Plattform, also hybrid auf mehreren Anbietern, also Android, Android, iOS, um die wichtigsten mal zu nennen, je nachdem auch Windows Phone, wobei das nicht so weit vorne stand. Und ja, im Endeffekt, da ich Webentwickler bin, am liebsten auf Basis von HTML. Trotzdem sollte es nicht auf moderne Anwendungsarchitekturen verzichten. Im MVC-Modell, hohe Testbarkeit, ich habe mal hintergeschrieben, Dependency Injection. Es war jetzt kein Muss, aber hat sich dann auch so ergeben. Das Ganze sollte modular aufgebaut sein und typische Designparadigmen vor allen Dingen erfüllen, die man aus dem mobilen Umfeld einfach kennt. Also Mobile First, Responsive, User Experience, um mal so ein paar typische Schlagwörter aus dem Bereich zu nennen. Des Weiteren hatten wir noch die Anforderung, es sollte möglichst auf Open-Source-Projekte zurückgreifen, die schon existieren. Ich wollte quasi das Rad nicht unbedingt neu erfinden an jeder Stelle. Außerdem wollte ich es in ein bekanntes JavaScript-Framework einbinden können. Und das Projekt sollte die Anforderung haben, dann selbst als Open-Source-Projekt dazustehen, um quasi der Community, von der ich ja auch viel genommen habe, auch wieder was zurückgeben zu können. Die angewandten Technologien ergaben sich dann dadurch. Als Kartendarstellung habe ich, da ich ja vor allen Dingen mir das für mobile Clients gedacht hatte, zunächst Leaflet vor allen Dingen vorgestellt. Cross-Plattform hat sich angeboten, da ich ja, wie gesagt, auf HTML-Basis arbeiten wollte, Cordova zu nutzen, beziehungsweise PhoneGap. Vielleicht kennen es ein paar Leute noch unter dem Namen. Ist ja dann übergegangen in Cordova. Und die erwähnte Anwendungsstruktur sollte halt eben in meinem Fall dann später über Angular. Ich hatte auch anfangs mal ein paar Ansätze mit jQuery Mobile und Ähnlichem. Ich habe jetzt hier extra mal in Klammern 2 dazu geschrieben. Angular 2 ist noch nicht komplett released, ist aber noch im Beta-Status, aber sehr weit. Und in meinen Augen auch hat es einige richtig gute Erweiterungen noch gegenüber Angular, dem Einser, wenn man so will.
Und geschrieben habe ich es bisher auch schon in TypeScript. Da kam halt eben unter anderem, ich habe ja schon gerade gesagt, Testbarkeit. Das ist ja dadurch dann quasi schon mal zumindest statisch getestet. Und ich finde halt eben, also TypeScript hat mir sehr zugesagt an den Möglichkeiten, was auch Decorators, Klassen und so weiter und so fort angeht, was man so bei JavaScript typischerweise nicht hatte, aber dadurch eine ganz gute Erweiterung ist. Ja, und diese typischen Designparadigmen, von denen ich erzählt hatte, das hatte eigentlich Ionic schon sehr gut alles bereitgestellt. Deswegen wollte ich da vor allen Dingen gucken, dass ich mein Framework später in das Ionic Framework in irgendeiner Weise leicht integrieren kann. So, gehen wir jetzt mal zu dem sogenannten Two-Way-Data-Binding, das zentrale Geschehen hinter Angular. Ich wollte mal hier jetzt ganz kurz erstmal skizzieren, was ist so grob Two-Way-Data-Binding? Erstmal mit einem kleinen Beispiel, was wäre dagegen One-Way-Data-Binding? Dann das einfach mal mit einem Two-Way-Data-Binding ja, skizziert, selbst programmiert mal einfach zeigen, was kann man sich darunter vorstellen. Und dann an Beispielen mit Jaga, wie ich das dann integriert habe oder wie man es dann auch später leicht integrieren kann. Und natürlich das Jaga-Framework dann mal sichtbar in Ionic, wie das Ganze dann schlussendlich aussehen würde. Da ich allerdings nicht so viel Zeit habe in meiner halben Stunde, werde ich das jetzt nur mal kurz mit dem Ionic mal zeigen, wie das denn schlussendlich aussieht, aber nicht so großartig drauf eingehen. So, das One-Way-Data-Binding, quasi klassisch. Ich habe hier jetzt einfach mal so ein ganz abstraktes Model erstellt, wo quasi im Endeffekt einfach nur ein Text hinterlegt ist. Und ich übergebe diesen Text dann einer Box, die habe ich einfach vorher schon definiert, mit einer ID. In dem gesamten Code habe ich auch noch vorher diese Variable mit einem Get-Element bei ID quasi geholt. Und übernehme den Text, der im Model ist, auf die Elemente, auf die HTML-Elemente. Ich habe hier auch an und für sich ein Beispiel. Jetzt muss ich nur mal gucken, wie gut ich das hinkriege, wenn ich mich dann umdrehen muss. Ich sehe gerade meinen Mauszeiger gar nicht. Ja, ah, jetzt sehe ich ihn. Wunderbar. So. Ne, das ist es nicht. Genau. Hier haben wir das Beispiel. Jetzt etwas sehr klein. Ich gucke mal, dass ich das was größer kriege. So, das ist quasi das, was wir in der Folie vorher gesehen hatten. Der hat quasi den Text aus dem Model übernommen. Ich kann jetzt hier auch Änderungen vornehmen. Das übernimmt er auch, aber er übernimmt das eben nicht an dem Model. Das wollte ich jetzt eigentlich auch ganz gern noch in der Konsole darstellen, aber ich glaube, dann wird das wirklich zu klein. Da sehen wir nicht so viel, deswegen lasse ich das jetzt mal. Klar kann man jetzt hier natürlich auch mit den Events arbeiten und das wieder ins Model zurückschreiben, aber es ist eben nicht das Two-Way-Data-Binding. Der Vorteil hier wäre halt eben, gehen wir mal zur nächsten Folie. Ich mache das aber gerade mal wieder ein bisschen kleiner, sonst sieht das so komisch aus. So. Das wäre das Beispiel jetzt Two-Way-Data gebindet, zumindest skizziert mal dargestellt. Hier habe ich jetzt mit Gettern und Settern gearbeitet. Im Endeffekt ist aber das Wichtige, dass man quasi nur eine Referenz hat, in der das Ganze steht. Also ich habe quasi nicht drei Stellen oder zwei oder wie auch immer, wo ich die Daten aufnehme, sondern es soll nur eine zentrale Stelle geben, in denen die Daten sind. Und die gleichen sich dann von selber in den unterschiedlichen Stellen, wo ich sie brauche, eben ab. Das läuft jetzt hier. Wie gesagt, direkt auf dem Model mit dem auf dem Text. Also das heißt, wenn sich jetzt hier was ändert, ich versuche sonst auch nochmal hier mit dem Beispiel, weil das bringt nicht so viel. Es sieht quasi erstmal genauso aus, wenn ich aber jetzt in die Webkonsole gehen würde, könnte ich tatsächlich auch, wenn ich in dem HTML etwas geändert habe, also in der Ansicht, also nicht in dem HTML selber, dann kann ich direkt im Model auch sehen, was sich geändert hat. Also frage ich das Model ab, dann hat sich das automatisch auch abgeändert. Und das ist eben das Besondere, dass ich quasi nicht mehr gucken muss, wie kriege ich das alles synchron gehalten, sondern das hält sich von selber synchron. So, in Angular geht das Ganze noch alles viel einfacher. Das ist halt eben schon
von Grund auf damit ausgestattet, muss man sich selber nicht mehr drum kümmern. Man muss eigentlich, wie man es jetzt hier sieht, nur Angular als Quelle einbinden. Und ich kann dann diese doppelten Klammern nutzen, um auf einen Wert im Model drauf zuzugreifen. Oder in Inputfeldern und so weiter gibt es eine Directive namens ng-model. Da kann ich dann drauf referenzieren und mir die Daten daran auch direkt dann abändern, sodass ich eigentlich nicht mehr viel selber machen muss. Ich würde das sonst hier doch nochmal kurz zeigen, wenn ich dann meine Maus wieder finde. So. Die Frage, wo ist er hingegangen? Na, hier ist er. Also im Endeffekt hatten wir ja nicht viel wirklich programmieren müssen. Das besteht jetzt wirklich nur aus diesem HTML, den wir geschrieben haben und natürlich den JavaScript, was wir eingebunden haben. Aber hier können wir jetzt auch reinschreiben, was wir wollen und er übernimmt es automatisch ins Model und das Model ändert aber auch automatisch wieder die View, wodurch wir dann dieses Two-Way-Data-Binding einfach haben. Die reagieren alle gegeneinander darauf. So. Das Ganze habe ich dann halt eben in Directives für Jaga quasi verpackt. Ich habe das jetzt hier mal beispielsweise gezeigt. Ich habe eine Directive Jaga Map quasi erstellt. Das ist das Grundelement dann erstmal. Und dazu dann einfach drei Inputfelder, denn Zoom und Center mit Latitude und Longitude sind quasi hier Two-Way-Data mäßig gebindet. Wir gucken uns auch das mal gerade an. Hier sehen wir jetzt die Karte. Hier ist noch Salzburg. Ein ganz einfacher Fall. So, wenn wir jetzt aber hier reinzoomen, sieht man schon unten, ändert sich automatisch der Zoom, ohne dass ich da irgendwas großartig zu programmieren müsste oder sonst was. Und nicht nur das, sondern auch die Koordinaten ändern sich. Sieht man jetzt hier allerdings, ich mache mal einen Ticken kleiner. Nee, das war das Falsche. Nochmal. So, jetzt haben wir auch beides drauf. So, das heißt also, ich kann sowohl die Karte ändern und es ändern sich automatisch meine Felder, als auch hier in den Feldern ändern und es ändert sich automatisch die Karte. Hier können wir zum Beispiel auch jetzt einfach hoch und runter springen oder wir geben mal einen anderen Wert ein und wir springen ganz woanders hin. Das Schöne ist halt eben, wir müssen uns darüber überhaupt gar keine Gedanken und Sorgen mehr machen bei der weiteren Programmierung. Das ist quasi komplett von Jaga wird das übernommen. So, dann habe ich verschiedene Layer Directives erstellt. Hier habe ich jetzt einfach mal zwei Teil-Layer Directives übereinander gelegt. Ich habe jetzt hier, das sieht vielleicht etwas komisch aus, für die, die Angular nicht kennen, denn ich habe hier neben den normalen Anführungszeichen aus dem HTML auch nochmal einfache Anführungszeichen. Das liegt daran, dass Angular normalerweise davon ausgeht, dass es sich um eine Variable innerhalb des Scopes handelt. Da ich aber hier keine Variable, sondern tatsächlich den String als solchen meine, muss ich nochmal ein Anführungszeichen dazu schreiben. Was man aber an dieser Sache auch noch sieht, ist, dass ich das Ganze deskriptiv erstellen kann. Ich muss also nicht irgendwie großartig programmieren können. Ich kann auch einfach diese Layer nacheinander definieren und einfach nur über Directives erstellen. Also eine deskriptive Art und Weise, Maps jetzt so gesehen zu erstellen. Es gibt übrigens noch ein anderes Framework, das hieß Leaflet Directive. Das hatte ich mir auch im Vorfeld schon mal angeguckt. Aber genau hier ist auch noch ein Punkt, wo sich Jaga gegenüber Leaflet Directive unterscheidet. Denn in der Leaflet Directive gibt es nur eine einzige Directive, eben für Leaflet, für die Map. Und da werden in Optionen alles weitergegeben. Ich finde es aber hier gerade so schön, dass man die Möglichkeit hat, einzelne Layer eben auch über einzelne Unterdirectives noch genauer zu spezifizieren und dadurch eben diesen Vorteil der deskriptiven Art und Weise hat, eine Karte zu beschreiben. So. Die verfügbaren Directives, die ich bisher dazu programmiert habe, ist natürlich ganz klar die Map Directive. Die hatten wir uns ja auch schon mal angeguckt. Eine Tile Layer Directive, ein WMS Layer Directive habe ich auch schon umgesetzt.
genauso wie eine GeoJSON Directive, die hatten wir ja gerade eben auch schon mal kurz gesehen mit dem blauen Pfad rund um Salzburg. Und es gibt prinzipiell auch schon eine Spatial Light Directive. Diese funktioniert aber natürlich nicht einfach so in der HTML-Umgebung. Dafür braucht man dann tatsächlich wirklich eine hybride App, die unter anderem das Spatial Light Plugin als solches mit an Bord haben muss, damit ich überhaupt auf Spatial Light direkt zugreifen kann. Es sind natürlich auch noch weitere Layer denkbar. Man könnte sich auch direkt von irgendwelchen Serverumgebungen oder irgendwie sowas die Daten dann dynamisch holen. Da hat man relativ viele Möglichkeiten dann. Ich habe mal dann ein Beispiel erstellt mit einem Layer-Tree, einem ganz einfachen. Hier sehen wir jetzt, es gibt noch eine weitere Angular-interne Directive, das ist die ng-repeat. Das heißt also, ich habe ein Objekt, in dem ich mehrere Layer als Unterobjekte definiert habe. Das ist dann meine Layers und ich benutze einfach jedes einzelne Unterobjekt in dem Layers als Layer und kann dann auch ganz dynamisch mehrere Layer erzeugen und die aber auch als Directive. Diesen Weg müsste man nicht unbedingt gehen. Man könnte auch direkt, wie man es quasi aus der Leaflet Directive kennt, auch direkt auf die Map Directive zugreifen und da die Änderungen machen. Aber hier könnte man sich das einfach auch mal so angucken, dass es auch mit Directives dementsprechend natürlich direkt funktioniert. Das Schöne ist halt eben, die Daten sind dann sowieso schon mal in dem Angular-Modell drin. Und da gucken wir uns sonst auch noch mal kurz ein Beispiel an. Das ist quasi wie die Seite, die wir vorher hatten. Ja, ein bisschen kleiner wäre schon besser. So, aber hier haben wir jetzt diese unterschiedlichen Directives und hier können wir nämlich jetzt zum Beispiel auch mit der Transparenz der einzelnen Layer ein bisschen rumspielen. Und das halt eben auch wieder direkt Two-Way-Data gebindet, sodass man eigentlich nur noch die Referenz an die Directive übergeben muss und der Rest geht dann von selbst. So, hier haben wir, achso, muss ich noch wieder auf die Präsentation zurück. Na. Achso, wir haben das. So, hier haben wir quasi dann zum Schluss das fertige Beispiel, in dem es dann in Ionic noch mit integriert ist. Dafür müsste man sich dann einfach noch Ionic angucken. Es funktioniert dann quasi genauso, wie ich es vorhin gezeigt habe, dass man einfach die Map Directive innerhalb dieser Content Directive von Ionic einfach einbaut und schon hat man eine Karte stehen und könnte halt eben auch, wie jetzt hier in dem Fall, einfach ein Menü noch mit dazusetzen. Ups, jetzt sehe ich das nicht mehr. Oha. So, weitere Vorteile des Frameworks sind dann, wir benutzen ja Dependency Injection von Angular. Dadurch können wir relativ leicht Elemente testen, können das Ganze sehr modular halten, aber auch sehr leicht austauschen vor allen Dingen. Wir können aber auch da das mit TypeScript jetzt vor allen Dingen entwickelt ist, Vererbung vornehmen und ein vererbtes Modul dann wieder per Dependency Injection einfügen, sodass man relativ leicht vorhandene Sachen nach seinen Wünschen anpassen kann. Das Ganze kann halt eben auch deskriptiv erstellt werden. Das Beispiel, was ich gerade eben gezeigt hatte, was quasi dann auch noch ein weiterer Vorteil war, der jetzt nicht unbedingt direkt an den Anforderungen war, aber sich dadurch ergeben hat. So, in den Mobile Maps, in dem Programm, was wir von der Ware Group dann erstellt haben, haben wir eben auch die Vorteile, dass wir da viele Elemente austauschen können. Man kann auch zum Beispiel die Datengrundlage als Service dann sehr leicht austauschen und was weiß ich, Daten über eine Spatial Light Datenbank auf dem Mobilgerät, AJAX oder irgendwelche Dateien. Da kann man sich eigentlich alles Mögliche vorstellen. Das macht es relativ einfach. So, ja, ich habe ja schon mal erwähnt, Angular 2 kommt bald raus, dementsprechend auch genau dazu Ionic 2. Das ist noch eine Sache, die ich gerne mit da drin aufnehmen wollte, beziehungsweise Angular als solches vielleicht gar nicht mehr so weiterverfolgen, sondern direkt mit Angular 2 arbeiten. Innerhalb von TypeScript werden da vor allen Dingen Decorators genutzt. Ich weiß nicht, es ist vielleicht etwas zu technisch, das jetzt noch näher zu erklären.
Und ja, Serverkomponenten hatte ich mir halt eben auch noch gerne überlegt, diese mit in das gesamte Jaga-Framework mit aufzunehmen. Aber da muss man mal gucken. Das ist noch nicht ganz klar. So, aber eine wichtige Sache ist noch, es steht noch sehr in der Entwicklung. Es ist noch nicht API-fix. Ich guck einfach mal, wie es da noch weitergeht. Dadurch, dass halt eben auch Angular 2 und so weiter in der Überlegung steht. Aber bisher kann man es auf jeden Fall, denke ich mal, schon mal viel nutzen. Und so krasse Änderungen habe ich auch in der letzten Zeit daran nicht mehr weiter vorgenommen. Also es ist jetzt nicht so, dass da komplett die API und Syntax umgestellt wird, sondern die wird sich sehr an die alte auf jeden Fall noch weiter orientieren. Ja, ich habe auf meiner GitHub-Seite auf jeden Fall auch, werde ich den Vortrag noch hochladen. Das Repository ist schon da. Dort werde ich sonst auch noch einige weitere Links dazu anbieten. Die habe ich dann hier schon mal in der Liste zusammen. Da das aber zu schnell ist, gucken Sie dann besser einfach direkt auf die GitHub-Seite. Ja, in dem Sinne, vielen Dank. Und ja, wenn Fragen sind, stehe ich gerne bereit. Ja, super an die Zeit gehalten. Danke. Gibt's Fragen? Nutzen Sie das. Hier steht ein Entwickler. Also Sie haben ja mit Cordova dann eine App erstellt. Haben Sie die auch im Apple Store veröffentlichen können? Im App Store? Also erstmal die Frage. Ja, okay. Also die Frage war, ich habe die App mit Cordova erstellt. Konnte ich sie auch in einem App Store publizieren? Von Apple. Also ich habe schon mehrere Apps mit Cordova erstellt und auch im Apple App Store publizieren können. Jetzt eine mit dem Webmapping allerdings noch nicht. Problematisch ist es auf jeden Fall immer durch den Approval zu kommen, aber unabhängig jetzt, ob das eine Cordova-App ist oder nicht. Also es gibt sehr viele Cordova-Apps im App Store. Also das ist jetzt kein Hindernisgrund. Das kommt aber dann auch noch auf die Firmenpolitik zum Teil von Apple drauf an. Ob es jetzt wirklich eine Neuerung ist, aber da kann man schwierig was zu sagen. Ich würde es auf jeden Fall prinzipiell nicht garantieren. Also wenn man auch einen Auftrag hat, weil man da immer von Apple sehr stark abhängt. Wir haben eigentlich immer gesagt, wir machen es, wir können gucken, aber die Entscheidung liegt da einfach bei Apple und da haben wir schlichtweg keinen Einfluss drauf. Da war in der Ecke noch eine Frage. Dann da. Gibt es den Quelltext davon dann auch bei GitHub? Oder? Ja, genau, den gibt es prinzipiell auch bei GitHub. Der ist allerdings nicht mehr unter meiner Repository oder meinem Account, sondern ich habe jetzt einen Jaga.js Organization als solches erstellt. Und da ist der und auch andere, wie zum Beispiel den Spatial Light Layer als ausgegliedertes Modul, da das, fand ich jetzt nicht standardmäßig, mit dabei sein musste. Sehen Sie nicht mit Spatial Light Lizenzprobleme, weil Spatial Light Geos benutzt und Geos unter LGPL ist, das dann in Apple App Store zu bekommen? Frage wieder. Die Frage war, ob ich Lizenzprobleme mit Spatial Light vor allen Dingen innerhalb des Apple Stores sehe. Da kann ich keine wirkliche Aussage bisher zu treffen. Das weiß nicht. Also ich hatte ein fertiges Plugin, Cordova-Plugin erstmal genutzt. Das hatte aber ja ein paar Probleme, hatte nicht richtig funktioniert. Da habe ich das dann nochmal etwas angepasst. Ich habe aber, wie gesagt, jetzt unter Apple diesbezüglich noch nichts weiter released. Die Lizenzprobleme habe ich mir da auch nicht weiter angeguckt. Da kann ich leider nicht viel zu sagen. Keine Frage mehr? Gut. Ja, Arne, schönen Dank.